Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines After Dark. Ja genau, und wir haben ein Stromproblem, wie ich hier sehe. Hallo? Da jetzt. Genau, warum haben wir hier ein Stromproblem? Verbunden ist alles, das ist auch verbunden. Mal jetzt mal das da rein. Sind wir so knapp an Strom? Ach, wir sind so knapp an Strom. Hehe. Kohle. Okay. Und zack. Nimmt das die Arbeit auf und wir haben kein Stromproblem mehr. Gut. Das sieht auch mittlerweile gut aus. Wie sieht es denn jetzt mit dem Müll aus? Haben wir ja hier hinten. Versucht etwas zu deponieren. Wird schon werden. Gut. Aber an sich läuft das erstmal. Wohngebiete können wir noch ein bisschen. Gewerbe ebenfalls. Industrie. Trotzdem, weil die nicht so viel Gewerbe haben. Wieso bauen die da nichts? Hä? Warum baut denn ihr da nichts? So, machen wir da noch eins hin. Gut, langsam wird's ja. Langsam bauen sie es. So, was brauchten wir denn? Bildung haben wir natürlich nur davon. Brauchen wir hinten im großen Gebiet auch. Im bergischen Gebiet, ja. Da können sie so schön runterfallen und ab ins... Ab in den Fluss fallen. So, und die hier. Es war mir klar, das ist ein bisschen sehr eng hier alles. Daher. Wir haben eigentlich noch Platz. Na gut, da müssen die halt so hinkommen. Wir hatten ja schon Busse, genau. Dann setzen wir hier einfach noch eine zusätzliche... Wie lassen wir die denn fahren? Ey. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Da, da. Dann so lang. Vielleicht sogar noch mal auf der Seite. Hier, da. Und dann kann die einfach noch mal hier mithalten. Auf jeden Fall auf diese. Und da. Ja, jetzt setzt die doch mal. So. Da geht auch noch eine. Da haben wir zwei. Schaut gut aus. Warte mal, wir könnten schnell an der Schule vorbeifahren. Gesundheit sieht eigentlich gut aus. Friedhof haben wir einen. Machen wir aber hier oben noch einen hin. Da stehen die irgendwie drauf auf die Friedhöfe. Frag mich nicht warum. Feuerwehr wird langsam. Die haben eine. Trotzdem ist hier eine sehr hohe Brandgefahr. Ich brauche nie eine große. Wäre vielleicht besser, dann machen wir es so. Ziehen die da um. Daher. Dann sind sie alle unglücklich und jetzt kriegen sie eine große. Zack. Und da sind sie alle wieder richtig glücklich. Was? Müllberge kann überhaupt nicht sein. Doch, ist es. Warum habt ihr Müllberge? Das ist wieder so eine Sache. Theoretisch müsste es genau andersrum sein. Hier müsste es raus. Und da rein. Nein, hier müssten sie rein und da raus.
Das ist die Direktverbindung, die steht, oder? Nein, die steht überhaupt nicht. Hey. Dann. Keine Ahnung, ob die das nutzen. Es ist dunkel. Ja, sie nutzen es. Dass wir ein paar Autos wegkriegen. Zack, 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 zack. Und da fahren sie wieder hoch. Da geht sogar einiges weg. Krass. Jo, 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 jo. Wo bleiben unsere Müllfahrzeuge? Kommen die da nicht hin oder was? Müll. Na gut, die müssen extra da raus, ne? Die könnten hier mal ihre eigene Anwendung kriegen, autobahntechnisch. Wenn ich da jetzt... ja, das ist ja gar nicht so einfach. Eine große Kleinstadt läuft bei uns. Neues Gebiet kaufen, Steuerrichtlinien können wir einzigartige bei der Stufe 5, eine U-Bahn. Und wir können die Freizeitspezialisierung. Da müssen wir uns noch ein bisschen... Oh, dicht besiedelt. Jetzt schon. Geil. Das ist sehr geil. Ich würde dann nämlich auch gleich anfangen, umzuarbeiten. Als erstes machen wir mal... So. Und das als erstes. So. Also wirklich nach und nach anfangen. Hey. So. Der Teil wird erstmal jetzt dicht besiedelt. Jetzt verlieren wir wieder voll die Einwohnerzahlen. Hui. Aber dafür könnt ihr jetzt dicht besiedeltes Gewerbe gebaut und dicht besiedeltes Wohngebiet. Yay. Baut es. Schaut gut aus. Schön, wie er das tut. Jawohl. So will ich das sehen, ne? So will ich das sehen. Die Frage ist jetzt, wie mache ich das mit euch? Kann ich dich verschieben? Jawohl. Und einmal drauf. Dann können die auch jetzt da abholen. Und da sind gleich 10 Millionen Stück unterwegs, oder? Ja. Jetzt gucke ich gerade mal. Die kommen in das Gebiet raus, aber rein, aber nirgends raus. Deswegen. Es gibt gar keine andere Ausfahrt. Beziehungsweise es gibt noch überhaupt keine Ausfahrt. Aus dem Gebiet. So, deshalb. Ja, ne? Und umdrehen. So, und dann kann man das da weg. So, eine gespart, eine Kreuzung. Wir können raus und wir können da lang und wir können von da aus raus, fehlt noch. Sieht scheiße aus, aber wird halten. So.
Das sollte jetzt überall Strom und machen und Gedöns. Man hört vielleicht, ich bin leider etwas erkältet, deswegen schniefe ich leider ein bisschen öfters. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Sieht voll strange aus. Ihr könnt doch hier direkt rausfahren. Warte mal. Ich sollte es vielleicht richtig anbinden. Damit die auch richtig rausfahren können, sonst müssen die... Selbst das ist schon viel, viel zu steil. Aber die können erstmal so raus. Reicht von Anfang. Und jetzt haben wir auch das Müllproblem nicht mehr. Dafür hier. Das kann doch jetzt weg, oder? Nein. Die ganze Kacke da. Okay, ein Mensch mehr. Das schon noch, glaube ich. Na gut, vorne ist auch noch die Verbindung, aber ich lasse es mal lieber so. Doppelverbindung ist immer noch besser. Das hilft zumindest. Serfuck. Wahnsinn. Wie viele wollen denn hier in das Gebiet? Krass, die stehen bis hinter. Wie geil. Neues Gebäude. Die Uni hat es auch freigeschaltet? Cool. Kaum hat man die Anbindung ans Autobahn, ne? Ist ja verkehrtechnisch alles überfüllt. So, hier hinten scheint man so weit durch zu sein. Heißt, wir können die nächsten Gebiete upgraden. So. Da ist die Schule. So funktioniert es aber ganz nett, oder was? Nee, so geht's auch nicht. Ich muss es wegmachen. So. Dann haben wir außenrum jetzt nur noch dicht besiedeltes Gewerbegebiet, Wohngebiet. Hey, ist so schnell abgerissen. Da auch. Da. Passt. Und da sind wieder 10 Milliarden Einwohner weg. Ich weiß, man sollte es nicht alles mit einmal machen. Aber hey, mach's jetzt trotzdem. Und da sind alle weg. Das muss auch noch. Wenn ich jetzt die Schräge nehme. So. Nein. Muss ich das gleich so machen. Ach, ich glaube, ich bleibe bei dem Tool erstmal. Zumindest, um das abzugraden. So. Da waren sie wieder zu schnell. Und das. Das. Passt. Gut. Ihr wollt aber nicht schnell genug.
das? So. Dann haben wir das ganze Gebiet abgegradet. Zu dicht besiedelt. Und deswegen auch unser High-End-mäßiges eckiges Straßennetz. Damit das hier im Europa-Stil halbwegs gut aussieht. Die schön zusammen sind, da wo die Straße gerade ist, dann kommt ein Knick. Da wird was sein und dann wieder gerade. Sieht gut aus. Baut, baut, baut. Und da haben wir Zuwachs, Zuwachs. Jawoll. Und die wollen arbeiten. Da könnten wir jetzt Bürogebiet machen. Hier werden wir mal schauen. Das können wir maximal nur bis dahin ausbauen. Ja, daneben könnten wir da was machen. Oder halt gehen halt wirklich direkt auf Büro. Gut gemacht, Bürgermeister. Meiner nach schenken sie gelben Mais was. Gelben Mais fällt dann viel besser als schmutzige Fabriken. Ja, das so oder so. Es geht so, ne? Die Lichter gehen an. Ah, oh, die Brücken sehen so geil aus, die hier. Ach ja. Schick, schick. So, jetzt ist die große Frage. Sieht das besser aus? Mit den ganz vielen, vielen leuchtenden Wohnungen? Oder das? Mit den vielen kleinen? Okay, die sind jetzt auch nicht mehr klein. Schwierig zu sagen. Aber hier auf dem Berg müsste man fast wirklich das Gebiet lassen. Ich weiß nicht, es sieht bestimmt komisch aus, wenn hier immer absatzweise die Häuser stehen. Ich glaube, die Seite lassen wir mal. Gering besiedeln, noch bis hier vor. Hätten wir auch andere Straßen machen können, aber egal. Passt so. Und hier haben sie überall die Heldenlichter. Hier die gelblichen. Sieht irgendwie atmosphärischer aus, oder? Ach ja, eine schöne Stadt. Wenn ich das Beste wüsste, würde ich sagen, ich träume. Habe ich, würde ich, könnte ich zustimmen, ja. Sieht echt schön aus, die Stadt. Ab und zu mal ein bisschen grün, hier könnte man noch ein paar Bäume reinsetzen. Einfach nur, weil wir es können. Oh, Parks haben wir noch überhaupt nicht. Je. Oder Freizeitangebote. Wir bleiben erstmal bei den Parks. Ihr wisst ja, ich mag Schnuffis, also gibt's Hundeparks. Hui! Schnuffis. Da noch ein, da ist auch noch nix. Tut mir leid, ihr zwei. Ah, da kann keiner hin. Dann muss der leider da ans Eck. Wie schön dunkel, ja, türkis, die sind da. Das gefällt mir. Bam, 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 bam. Bams. Das ist. Die, ich muss sagen, die Hundeparks, die bringen es einfach auch. Wie schnell die dann upgraden oder beziehungsweise halt. So. Die werden einfach so schnell, so schön wirklich pink. Nicht pink, türkis. Dass das einfach voll easy ist, ne? Und so sind wir bei 7500 hatten wir. Wir sind wieder drüber, obwohl wir die alle haben ausziehen lassen. Und es ist noch Platz. Da können noch viele, viele einziehen im selben Gebiet. Das ist schon geil, das dicht besiedelte. Aber in der Folge war es erstmal, wenn ich sehe, dass da hinten die Scheiße nicht mehr stimmt. Ah, es wird eng. Da werden wir uns aber als nächste Folge kümmern. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich über Feedback freuen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.